Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Destiny 2. Ich mache jetzt einfach ein paar Abenteuer noch, die ich noch nicht gestartet habe. Hey, lange nicht gesehen, ihr zwei. Dev, du hast nicht gesagt, dass sie in der Stadt ist. Miss Holiday und ich haben uns Vorräte von den Kabalen besorgt. Sie bleibt momentan im Hintergrund. Du markierst die Kisten, ich fliege sie raus. Kann's kaum erwarten. Sind das hier die Vorräte? Hier hinten? Ach so, das ist ein öffentliches Event, ich Idiot. Okay, finde Vorräte da hinten lang. So, einfach in die Richtung hüpfen. Ich hoffe, ich habe die Kopfhörer richtig rum auf. Ja, ich glaube schon. Weiß nicht. Ich habe, glaube ich, diesmal nur einen Teil drin. Ja, dreh dich. Was machst du denn da? Oh. Hier? Ich habe auf jeden Fall eine Kiste gefunden. Ach, oben, alles klar. War klar, dass diese vierarmigen Banditen versuchen, uns zuvorzukommen. Das dürfen sie nicht schaffen. Dann ist man weg mit diesen Vorräten. Eine Kiste ist besser als keine. Bist du bereit für den Teleport, Amanda? Nicht so schnell. Ich schicke dir Koordinaten, die nicht weit von deiner Position entfernt sind. Die habe ich auch im Blick. Ich mache mich auf den Weg. Wer als letzter im Hof ankommt, ist ein Geächteter. Allerliebst. Easy cheesy. Oh, Moment. Doch nicht easy cheesy. Wir sind hier und wir haben Gesellschaft. Rotbäuche haben sich niedergelassen und jede Menge Geschütze aufgestellt. Schalte sie aus, ja? Was denn, die Rotbäuche oder die Geschütze? Ruhe da hinten. Ach, die Geschütze, alles klar. Ah, ich weiß, da. Haha, in den Rücken schießen ist unfair. Autsch. Wer war das? Ich sehe noch ein Geschütz. Die kleinen Kackkäfer, ey. Ich habe eine Granate gesehen von links. Noch mehr Geschütze in diese Richtung. Ah, alles klar. Hallo, Angriff von hinten. Oh, überfordert. Tu mir den Gefallen und wirf ein Signal ab, ja? Und wo? Ein Patrouillensignal, bitte hier. Zack. Grünes Signal. Jetzt komme ich. Diese Vorräte sollten die Farm für eine Weile am Leben halten. Gut gemacht. Ein legendäres Engramm finde ich sehr gut, aber... Tja, da kommt mehr. Sekunde. Dev, siehst du, was ich sehe? Ja, noch ein Depot mit Vorräten. Aber die kommen mir irgendwie bekannt vor, oder? Diese zähnefletschenden Äthersäufer. Sie haben unsere Sachen geklaut. Die Gefallenen haben uns also bestohlen, bevor wir gestohlen haben, was sie der Rotlegion gestohlen hatten. Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Neues Ziel in diese Richtung. Alles klar, rennen wir los. Hä, warum verschwimmt das gerade so? Dann mal los. So. Wir müssen uns die Sachen zurückstehlen. Wie können die nur unser Scheiß klauen? Das haben wir zuerst geklaut. Dieses, lila leuchtende Ding hier. Ne, das waren wir nicht. Rostland. Wir sind in Rostland angekommen. Hallo, Rostland. Oh.
Sichere das Depot und Miss Holiday macht sich sofort auf den Weg. Keine Chance, Dev. In diesen Gebäuden könnten sich Hunderte von Gefallenen verstecken. Ich warte, bis alles gesichert ist. Hier ist nichts gesichert. Eher sehr ungesichert. Die Sache ist mir zu heiß. Ich habe auch keine Sichtlinie. Ihr seid auf euch allein gestellt. Seid stark, wie man so sagt. Okay, verteidigen. Wow, hallo. Haben die so tatsächlich von hinten angefallen? Ich hätte echt nicht gemerkt, dass die sich angeschlichen haben. Dann haben wir Ruhe, jetzt können wir sie besser ins Visier nehmen. Da ist einer gelandet, da kommt einer, da unten guckt einer zu, den da können wir ausschalten. Ups. Wer snipert hier? Verdammt, warum hänge ich hier fest? Okay, ich darf nicht so offen stehen. Autsch, Arschloch. Toll, ich werde getroffen, deswegen gerade kein... Toll, 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 toll. Ich stehe mitten im Weg. So, Arschloch. Okay, da brauchen wir die Energiewaffe. Wow, was war das? Ihr könnt mich mal so. Tod von oben. So, das sah gut aus. Aber es geht noch weiter. Einmal nachladen, was geht. Ich werde von zwei Seiten angegriffen. Verdammt. Okay, die habe ich schon mal weg. Ah, da. Ach, er ist da unten. Oh, shit. Das ist nicht gerade treffend, was ich hier mache. Ist einfach nur draufhalten, wie verrückt. Wow. Shit, ich bin am Arsch.
Ich glaube, wenn wir den großen platt machen, dann haben wir wieder Ruhe. Haha. Verdammt. Oder auch nicht. Ach komm, du kleiner Hampelmann. Hör auf rumzuhampeln. So, ist da noch was? So. Der Himmel sieht klar aus. Ich bin zu euch unterwegs, um die Sachen abzuholen. Die Farm dankt euch. Gut gemacht. Oh, ein Glanzengramm erhalten. Tu mir einen Gefallen und sieh nach, ob es noch Tee gibt. Tee, sehr gut. Wieder nur blaues Zeugs bekommen. Oh, da ist aber noch mehr dabei. Aber Müll. Ich warte darauf, dass wir die passende Brust bekommen, dass wir endlich die Schuhe auswechseln können. Gut, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal zurück zum Stützpunkt. Oder wir können eigentlich auch gleich Schnellreise machen. Es gibt hier auf der Dings wieder eine Hauptquest, Power Level 260. Wir sollten aber jetzt endlich mal anfangen, die anderen Planeten abzufarmen. Hier hinten ist Xur wieder. Das bedeutet, auf M. Auf M und dann auf Ziele. Und dann gehen wir erstmal auf Titan ein bisschen aufräumen. Denn da haben wir noch, wie ihr seht, noch einiges zu machen. Zack, und los starten wir einfach. Ich würde sagen, wir cutten hier einfach und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und los geht das Abenteuer. Hüter, in unseren Scans gibt es ein paar seltsame Ungereimtheiten. Schwerkraftwellen sind noch klein, aber verstärk sie und sie reißen uns auseinander. An diesen drei Orten sind die Wellen am stärksten. Ich schicke dir die Koordinaten. Okay, dann gucken wir mal. Eine Kiste. Wir müssen nach unten. Oh, was ist denn hier los? Ah, hallo. So. Oh, shit. Scheiße. Ich treffe ihn um die Ecke. Du kannst mich mal. Was machst du da? Wo scanne ich denn jetzt hier was, bitteschön? Ah. Ich sehe nichts, Sloan, aber ich... Hast du das gehört? Was bekommst du rein? Es ist weg. Vielleicht halluziniere ich nur. Wir überprüfen deine anderen Koordinaten. Mach schnell. Mir gefällt gar nicht, was ich da sehe. Ich habe das Gefühl, ich muss da rein. Dann gehen wir mal. Alles klar. Ich will ja nicht drängeln, aber die Wellen werden schnell größer. Begib dich dahin, dann sollten wir die Quelle dieser Schwerkraftwellen ausfindig machen können. Na, dann schauen wir mal, warst du das? Oder du? Da, bitteschön. Habt Spaß. Ich glaube, wir müssen ganz, ganz weit. Ach, wieder mal. Ach nein, hier unten hin. Sloan, du musst dir das anhören. Oh, ich kann's hören. Amanda hat deine Daten und macht die Quelle gerade ausfindig. Quellen, gib drei davon. Schalte sie aus. Schon wieder Quellen?
Dann gucken wir mal, was sich dahinter verbirgt. Und flupp. Und flupp. Uiuiuiui. Ab hier ist sowieso wieder Absteigen angesagt. Hi. Sorry. Ja, ja, Ruhe. Du kannst ja einen coolen Move. Oh Gott, hier. So. Wir müssen wieder rein in den Bildschirm. Tada! Sloan, das ist ein Ritual. Ein großes. Sie werden diese Archäologie erbeben lassen. Dann lass uns das Gleiche mit Ihnen machen. Oh Gott, ich treffe den echt nicht mit der Sniper gerade. Ihr müsst euch das auch so vorstellen, die Leute, die jetzt vielleicht nicht wissen, sobald mich irgendetwas trifft, ziehen die Sniperwaffen so extrem hoch. Natürlich, klar, du bist in die Schulter getroffen, du hältst nicht deine Waffe einfach still. Nein, nein, glaube ich nicht. Oh, was war das? Oh, hi. So, stimmt, was Ritual? Ah, wir stören so. Wo geht's weiter? Ah. Oh, ich die kleinen Viecher hasse. Da, fress das. Ja, verdammt. Man kann in den Dingern nicht rennen. Suche nach der Ursache. Das sieht ja cool aus hier. Ein kleiner Froschteig. Teich. Teig. Machen wir mal Froschteigkuchen. Jemand zu Hause? Immer noch nicht. Links, rechts? Muss irgendwo da durch sein. So, guten Morgen. Ah. Oh. Da. Irgendwas. Ach so, alles klar. Hier dieses lustige kleine Ding. Wir nehmen es mal mit. Zack. Ich habe das Gefühl, hier waren wir auch schon mal. So. Noch mehr von dem Glitzerzeugs. Das sieht ja einfach. Ich mag dieses Gebiet hier auf dem. Das ist das einzige Gebiet, was ich so wirklich mag. Auf. Ach so. Auf Titan. So, und wo ist das dritte Ding? Okay, viel weiter vorne. Hallo, Hexe.
tanzt für mich. Da ist noch einer. Ruhe. Die haben immer so geschillt, wenn man auf die zuläuft. So, und dann wären wir bald tief genug in dem Ding, um die Quelle des Ursprungs... ja, hier waren wir definitiv schon mal. Oh. Ist es das überhaupt? Wir zerstören diesen Altar und bringen sie so zum Schweigen. Je eher, desto besser. Wir hören das Geräusch auf allen Sensoren. Können es sogar spüren. Das Ding ist es. Oh, shit. Ey, Fedders, das tat weh. So, wo ist noch mehr? Da oben. Altäre zerstört. Dann haben wir ein Problem. Das müssen Transmitter gewesen sein, nicht die Quelle. Das Ritual läuft noch. Wir werden hier ordentlich durchgerüttelt. Mir ist schlecht. Nur nicht die Nerven verlieren. Shit. Dann wollen wir mal. Ich hasse diese gefrorenen Viecher, gerade vor allem, wenn die ziemlich nahe kommen, rennen die auf einen zu. Ja, das sieht doch nach etwas Witzigem aus. Ah, okay. Was ist hier los? Hallo. Hi, darf ich stören? Wir sind noch nicht fertig. Oder müssen wir den Stein dort wegklatschen? Slow, da ist ein riesiger Kristall. Er sinkt. Neutralisiere ihn. Na komm. Was? Was? Oh, shit. Okay, das war's. Oh, man kann es selber abschießen. Ach nein, geht weiter. Hi. Sinkt wie der Kristall. Geben sie sich vielleicht gegenseitig Kraft? Wir sind wieder stabil. Du hast es wirklich geschafft. Mein Magen dankt dir. Hier ist eine verrückte Idee. Wie wär's, wenn du mir das Steinchen zur Analyse schickst? Na? Ein großer Leuchtstein. Kommt sofort. Du bist eine Schönheit. Oh, die Tests, die ich mit dir machen werde. Wie viele Kolben du wohl antreiben kannst? Sparrow-Düsen, na klar. Aber was ist mit Warp-Drives oder gar...
Bin mir sicher, Amanda kaut mir ein Ohr darüber ab, wofür sie das benutzen will. Was die Schar wohl damit angestellt hat. Sehr gut. Ohrwurmgreifer, what? Mal schauen. Na, schlecht. Na, fast gut. Schlecht. Schlecht. Verdammt, warum immer noch kein Sniper? Die ist ein bisschen besser. Also definitiv ein bisschen besser. Na gut, egal. Wir gehen erst hier wieder raus.